Und wenn man so eine Chance auf ein Tablett serviert bekommt, dann wäre es doch ja, fatal, wenn man diese Chance nicht einfach beim Shop verpackt und sagt, hier schreiben wir mal ganz, ganz neue Geschichte. Weil der Zeitplan ganz eng ist, werden wir uns in Kürze sowohl an den Ministerpräsidenten, an unseren zuständigen Minister, also an unseren Innenminister wenden, und wir werden auch uns an die Landtagsfraktionen wenden. Ich bin davon überzeugt, dass die Stadt Wels so eine große Chance hat, nun dieses Projekt zu bekommen. Aber es ist, wie ich schon sagte, nicht nur für Wels so interessant, sondern für das ganze Land. Ja, Frau Zuchold, wieder Verkehrslandeplatz Welzow. Das Thema ist nicht ganz neu. Es geht um das Katastrophenschutzzentrum. Ein europäisches soll hier eventuell entstehen. Heute gab es Gespräch mit Feuerwehr, EU und Ihnen. Was kam dabei raus? Ja, ich denke mal, wir haben gute Ergebnisse erzielt. Zunächst einmal habe ich mich gefreut, dass Lothar Hügen, der Präsident des International Fire and Rescue Confederation, dieses Verbandes, heute bei uns das erste Mal in der Lausitz zu Gast war. Er hat auf alle Fälle gesagt, dass er sich sehr gut vorstellen kann, das Projekt an sich auch weiterhin mit zu unterstützen. Er ist ja auf internationaler Ebene beim Aufbau des Feuerwehr- und Rettungswesens in Dritt- und Schwellenländern unterwegs. Und so passt das natürlich von den Inhalten richtig gut vom Projektansatz her. Und es war uns mit Andreas Friedrich heute auch nochmal eine Herzensangelegenheit, wirklich die tatsächlichen Inhalte eines europäischen Katastrophenschutzzentrums zu vermitteln. Und ich freue mich da über die Aussage von Herrn Schippel, der gesagt hat, okay, das ist jetzt hier eine Dimensionierung im Projekt, was er sich sehr gut vorstellen kann, im Land Brandenburg auch weiterhin mit zu unterstützen. Und wenn der Landesfeuerwehrverband dann auch hinter dem Projekt steht, dann sage ich natürlich, sind das so wertvolle Aussagen, die uns unserem Ziel, was da lautet, Brandenburg soll sich beim Bund um dieses Projekt bewerben, schon wieder ein ganz, ganz kleines Stück näher bringt. Und dann gibt es denn schon irgendwas Greifbares oder sind es alles noch Ideen? Das sind keine Ideen, weil auf der europäischen Ebene sind ja die Rahmenbedingungen der Förderung mehr als umfassend in Gesetzen gegossen. Und wenn man sich vorstellt, dass man da über Fördermittel spricht von aktuell jetzt über 3 Milliarden Euro, dann bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass wir hier an einem überregionalen Projekt arbeiten, was eine sehr, sehr große Ausstrahlung in die gesamte Wirtschaft, ich denke mal nicht bloß auf Brandenburger Ebene, sondern wie gesagt auch auf sächsischer Ebene haben kann und gleichzeitig dann auch die europäischen Mitgliedsländer Tschechien und auch Polen mit aufgreift. Wir reden also hier von einem ganz, ganz großen europäischen Zukunftsprojekt und das Strukturentwicklungsthema schwingt da natürlich mit, aber wenn man über so ein Projekt redet, dann ist man wirklich dankbar, dass man bei der Dimensionierung, bei der Größe dieses Ansatzes viele, viele Unterstützer an seiner Seite weiß. Kommen wir auf die Größe zu sprechen. Worum geht es? Europäisches Katastrophenschutzzentrum klingt groß, aber was sind die konkreten Vorstellungen? Ja, es geht eigentlich um ein Forschung-Entwicklungszentrum. Es geht um Aus- und Weiterbildung, es geht um Schulung. Alles zu dem Thema CBRN, weil man wirklich zukünftig davon ausgeht, dass man auf vielen Ebenen, ich sage mal unter anderem auch mit Pandemien rechnen muss, so wie wir jetzt Corona erleben, nicht die vielfältigen Diskussionen zu dem Thema. Und all das soll in einem europäischen Katastrophenentwicklungszentrum oder Katastrophenschutzzentrum gebündelt werden. Das bietet der BTU Cottbus Senftenberg natürlich die Chance, mit beiden Standorten, sowohl mit Cottbus als auch mit Senftenberg, ein ganz, ganz neues Cluster aufzubauen für die Studenten. Das bietet im Rahmen Aus- und Weiterbildung natürlich den kooperativen Ansatz auch für die LEAG in den Bereichen Mechatronik, Elektrotechnik und so weiter junge Leute auszubilden, um die dann auch gerade in diesen technischen Fachrichtungen mit zum Einsatz kommen zu lassen. Das bietet für den Brand- und Katastrophenschutz an sich, für die Kameradinnen und Kameraden auf einer ganz, ganz breiten Ebene die Möglichkeit, hier zu trainieren, sich aus- und weiterbilden zu lassen. Und da steht ein Kerngedanke hinter diesem europäischen Katastrophenschutzzentrum, nämlich, dass die Mitgliedsländer eine gemeinsame Sprache im Einsatzfall sprechen.
Also die EU hat ja die Fördermittel bereits zur Verfügung gestellt. Gibt es denn einen Zeitplan, wann das Ganze umgesetzt werden soll? Klar, es gibt einen ganz ambitionierten Zeitplan, den wir im Blick behalten. Das heißt, im Grunde genommen muss Ende Juni eine Bewerbung beim Bund erfolgt sein. Wäre toll, wenn das Land Brandenburg dann auch entsprechend umsetzt. Und bis Ende des Jahres 2020 hat es der Bund dann eine Bewerbung an die EU zu richten. Und dann wissen Sie, dass der Zeitraum, in dem wir über dieses Zentrum und über die Entwicklung dieses Zentrums so angefangen haben zu diskutieren, ja, mit einem Jahr schon knapp bemessen ist. Aber dass es jetzt wirklich eine sportliche Aufgabe ist, und das ist mein ganz, ganz großes Ziel, dass wir gemeinsam an der Erreichung dieser Ziele arbeiten und dass wir mit vielen Partnern auch dann dieses Ziel erreichen werden. Wie sind denn die Signale aus dem Land Brandenburg? Ich weiß, wenn man auf das Thema Löschflugzeugstaffel zu sprechen kommt, was ja eine sehr konkrete Idee auch war, war es von allen Innenministern bisher immer sehr ablehnend. Die Feuerwehr hatte sich immer sehr unterschiedlich geäußert, und wie sind denn jetzt die Signale? Also ich habe mich schon gefreut, dass Siegfried Schippel, der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, jetzt eine andere Sichtweise auf das Projekt bekommen hat. Das spielen natürlich die Inhalte, die wir vermittelt haben, auch nochmal eine große Rolle. Und Siegfried Schippel möchte dieses Projekt auch bei unserem Ministerpräsidenten nochmal, wie gesagt, anbringen. Und ich denke, auf Landtagsebene gibt es ja auch schon vielfältige Diskussionen. Das ist natürlich dem Antrag der AfD-Fraktion auf Landesebene geschuldet. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir, wie gesagt, vielleicht schon im Juni da ganz andere positive Aussagen haben. Also gibt es noch keine Meinungsänderungen seitens der Landesregierung? Das bleibt im Grunde genommen alles abzuwarten. Das ist ein ganz, ganz tolles Projekt, wo das Land Brandenburg so gut wie gar keine finanziellen Mittel aufwenden muss. Und wenn man so eine Chance auf ein Tablett serviert bekommt, dann wäre es doch ja, fatal, wenn man diese Chance nicht einfach beim Schopfe packt und sagt, hier schreiben wir mal ganz, ganz neue Geschichte. Wir befürworten dieses Projekt, zumal sich in den letzten Monaten oder wenn man es so will, im letzten Jahr herausgestellt hat, dass es nicht nur um die Frage einer Löschflugzeugstaffel geht, sondern dass es um ein Forschungszentrum auf EU-Ebene geht, wo man zukünftige Gefahren bewerten will, wo man entsprechende Konzeptionen erreichen will, um dagegenhalten zu können. Und es ist dann ja auch ein Verteilzentrum für eine bestimmte Logistik im Katastrophenfall EU-weit. Und inwiefern hilft dann solch ein Projekt im konkreten Fall, wenn Sie, wir leben in einer Pandemie, wo würde so ein Katastrophenschutzzentrum dann helfen können? Das wäre zum Beispiel die Frage in der Verteilung von bestimmten Schutzausrüstungen und im Speziellen natürlich für die Feuerwehren dann, weil Feuerwehren sind zumindest in Deutschland und in Brandenburg die größte Katastrophenschutzorganisation. Wir haben sicherlich die Spezialisten im Sanitätsdienst, im Versorgungsbereich und Ähnliches, aber wenn man es zusammenfasst und es zu einer Katastrophe kommt, dann sind die Feuerwehren zahlenmäßig die stärkste Organisation. Und das würde zum Beispiel dort zutreffen. Ist damit aber auch mit diesem Europäischen Katastrophenschutzzentrum das Thema Löschflugzeugstaffel ad acta gelegt oder könnte das integriert werden? Wir gehen davon aus, dass es integriert werden könnte, weil die Voraussetzungen hier jetzt einmalig sind, sowohl was die Genehmigungsverfahren betreffe, sind alle Voraussetzungen da. Das Land ist gesichert, die Landrechte sind gesichert zu Land und zu Wasser. Also warum sollte man das nicht integrieren? Wir haben zum Beispiel im Vorjahr das erste Mal, dass Kameraden deutscher Feuerwehren in Schweden, was man vorher nie für möglich gehalten hätte, zur Brandbekämpfung waren. Ist das auch das Denken? Also in Brandenburg haben wir selbst viele Waldbrandschwerpunkte, aber wir haben es, Australien war weit weg, aber wir haben dort riesige Brände gesehen. In Schweden haben sie selbst schon gesagt. Ist das auch das neue Denken, was man vielleicht an den Tag legen muss, dass man, um internationale Hilfe leisten zu können? Ich glaube, wir werden angesichts der klimatischen Verhältnisse, die uns erwarten, da gar nicht drum rumkommen. Es wird internationaler werden. Die Unterstützung für eine Löschflugzeugstaffel in Welzow war bisher von der Landesregierung sehr mau. Also alle Innenminister bisher haben es abgelehnt. Wie sieht das jetzt aus? Sie unterstützen das Ganze? Wenden Sie sich nochmal an Herrn Woidke, um da Nachdruck zu verleihen, weil der Zeitplan ist eng.
Wie gesagt, bei uns war das auch nicht so sehr im Fokus. Da war immer diese Löschflugzeugstaffel im Fokus und da waren unterschiedliche Meinungen. Aber so wie sich es jetzt darstellt, werden wir uns, weil der Zeitplan ganz eng ist, werden wir uns in Kürze sowohl an den Ministerpräsidenten, an unseren zuständigen Minister, also an unseren Innenminister wenden und wir werden auch uns an die Landtagsfraktionen wenden, weil letzten Endes sind wir die Betroffenen, wenn es dann zum Einsatz geht und Forschungsergebnisse können uns nur unterstützen. Ja, mein Name ist Lothar Hürin, ich bin Präsident des Verbandes International Fire and Rescue Confederation mit Sitz in Berlin. Und der Verband macht was? Der Verband hat als Ziel, die Feuerwehr- und Rettungsdienststrukturen in Drittwelt- und Schwellenländern aufzubauen. Das mit Know-how von deutschen Feuerwehren. Und das ist dann vielleicht auch der Link nach Welzow, weil wir sind ja hier in Welzow. Nun ist Brandenburg weder ein Dritt- noch ein Schwellenland, aber das Know-how soll sozusagen durch ein europäisches Katastrophenschutzzentrum in Schwellenländer und Drittweltländer gebracht werden. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin das erste Mal hier in dieser Gegend. Ich hatte vorher vieles von diesem Projekt gehört, von diesem europäischen Katastrophenschutzzentrum. Aber erst jetzt, nachdem heute das intensiv vorgestellt wurde, wird einem erstmal klar, was für Dimensionen das ganze Projekt annehmen kann. Es ist für diese hiesige Region, für die Wirtschaft ein riesiger Mehrwert, aber nicht nur für die Region, sondern für das Land Brandenburg, für das Land der Bundesrepublik Deutschland. Aber es geht einfach darum, dieses ganze, wir haben in Deutschland ein großes Know-how. Und das Know-how kann hier in diesem europäischen Katastrophenschutzzentrum bestens gebündelt werden. Und warum ist der Standort dafür geeignet aus Ihrer Sicht? Ich denke mal, wir haben hier einen großen Verkehrslandeplatz und wie ich gehört habe, mit all den Rechten, die noch vorhanden sind. Und das ist natürlich eine ideale, ich sag mal, für diese Einrichtung eine ideale Spielwiese. Man kann hier vieles aufbauen, kann hier trainieren, kann Forschung betreiben, was man in vielen Bereichen von Deutschland nicht mehr kann. Also geht es doch, wenn das Projekt realisiert werden sollte, darum, ausländische Feuerwehrleute nach Welzow zu holen, hier auszubilden, weiterzubilden und auch gemeinsam mit anderen Kräften auf Katastrophen- und Feuerwehreinsätze vorzubereiten? Also ich kann es nur für unseren Verband sprechen. Ich sehe hier die große Chance, gerade im Bereich von Aus- und Weiterbildung oder Fortbildung, den Bogen zu spannen zu Ländern in Drittwelt und Schwellenländern, zum Beispiel nach Kenia oder nach Äthiopien, ja, wo ganz konkrete Kontakte bestehen. Und es ist immer wieder so interessant festzustellen, wie zum Teil Regierungsvertreter dieser Länder händeringend danach fragen, ob das deutsche Know-how nicht nach diesen Ländern exportiert werden kann. Für wie konkret halten Sie das Projekt oder wie umsetzungsfähig? Seit heute habe ich den Eindruck, dass es bestens aussieht. Ich bin davon überzeugt, dass die Stadt Welzow eine große Chance hat, nun dieses Projekt zu bekommen. Aber es ist, wie ich schon sagte, nicht nur für Welzow interessant, sondern für das ganze Land. Das Land ist genau der entscheidende Faktor. Das Land muss eine Bewerbung an den Bund abgeben, um das Projekt zu wollen. Wollen Sie da nochmal mit Nachdruck irgendwie versuchen, Ihre Stimme ins Gewicht in die Waagschale zu werfen? Also wir können als internationalen Verband durchaus nochmal unsere Stimme in die Waagschale werfen. Wir werden dies auch tun und werden an den Ministerpräsidenten schreiben.